So, meine Lieben, heute mal ein bisschen was Ernsteres, aber dennoch etwas, was ich wichtig finde, dass sich das auch ein bisschen streut. Und zwar gab es eine neue Wallraff-Reportage, die ist mir durch die Lappen gegangen, die ist seit 3 Wochen bei RTL Plus drin. Link mache ich euch in die Videobeschreibung natürlich, da könnt ihr die ganze Folge unten dann auch sehen. Und da ist es so, dass es um Burger King geht. Und ich glaube, dass ich tatsächlich bei diesem einen Burger King in Köln mal essen war. Anfang des Jahres. Ich meine, es war Anfang des Jahres. Und vielleicht kann mir ja der ein oder andere von euch einmal sagen, ob das der ist, der beim 25 Hours Hotel um die Ecke war. Ich weiß nicht, ist das dann so eine große Straße um die Ecke und da ist ein Starbucks und dann irgendwie ein Stück weiter hoch der Burger King. Also wenn das der war, dann brauche ich hier den Eimer zum Reinwürgen, glaube ich, wenn ich jetzt das Ganze angucke. Nehme ich mit euch. So, dann schauen wir uns das einfach jetzt auch mal an. Ja, ups, ein Stück zurück. Undercover bei Burger King. Unsere Informanten melden ekelerregende Missstände in Filialen des Burgerriesen. Boah, ekelerregende Missstände. Und dann da im Hintergrund, das merkt ja eh nicht jeder. Ja, nicht jeder. So war die Aussage von denen. Die fressen doch jede Scheiße. Auweia. Betrug bei der Lebensmittel. Das ist echt ekelhaft. Frische werden in Burger King-Filialen systematisch Haltezeiten verlängert? Das wird mehrfach verlängert. Wie lange im Extremfall? Bis sie leer sind. Am Gästen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man will schon nach diesen ersten 30 Sekunden eigentlich gar nicht mehr wissen, ne? Sich dann beschwert. Viele haben auch Magenprobleme gekriegt. Wir hatten schon das, dass die Leute uns mit den Burger abgeworfen haben. Wir erleben katastrophale Zustände und Mäuse in der Küche. Ist das angefressen? Ich weiß gar nicht, ob ich mir das ganz durchgucken kann. Ey, guck mal, ich glaube, das war dieser Burger King, wo ich tatsächlich auch gewesen bin. Oh Gott, ich sterbe. Ist es der? Leute, wer ist aus Köln? Wer kann es mir bestätigen? Oder vielleicht besser nicht. Oh, das ist von Maus. Ist von der Maus? Ja. Arbeitgeber Burger King. Personalmangel, Überstunden, ständige Bereitschaften. Beutet der Burgerriese seine Mitarbeiter skrupellos aus? Ich halte das, was Burger King hier macht, für eine riesengroße Sauerei. Es wird systematisch gegen arbeitsrechtliche Vorgaben verstoßen. Unabhängige Kontrollen, Fehlanzeige. Es scheint, als würde sich Burger King selbst austricksen. Werden die Restaurants über interne Kontrollen vorher gewarnt? Dass jemand kommt. So vorbereitet. Ja. Wir wussten, dass er kommt. Und Burger King will Veganer werden. Doch wie vegan sind die fleischlosen Burger tatsächlich? Wenn man keine Plant-based Nuggets hat, gibt man normale Nuggets raus. Aber muss man dann eigentlich auch die andere Mayo benutzen? In der Regel ja, aber hat mich jetzt niemand mehr interessiert. Mitten in unseren Recherchen. Oh Gott, es hat bis. Ich glaube, das ist dieser Burger King. Und bitte, Leute, sagt mir bitte nicht, dass es doch der, dass es der ist, den ich meine. In Köln. Help me. Es ist ekelhaft. Es ist wirklich 1:42 gelaufen und ich traue mich gar nicht weiter zu gucken. Die Reportage geht ja über eine Stunde und ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Es ist so heftig. Schließen plötzlich alle Restaurants, in denen wir undercover recherchiert haben. Wie re Na, hoffentlich. reagiert Burger King auf unsere Enthüllungen? Puh, Leute, das wird harter Tobak werden. Ey, harter Tobak. Ekel, Ausbeutung und neue Skandale. Krasser Titel. 2014 hat Team Wallraff schon einmal bei Burger King recherchiert. Damals haben wir so viele unhaltbare Zustände aufgedeckt, dass nach unserer Ausstrahlung 89 Filialen schließen mussten.
Boah, das ist aber auch heftig. 89 Filialen haben dazu gemacht. Aber ich verstehe, das ist, klar, ich verstehe, also Burger King hat wohl ein eigenes Kontrollsystem, was so den Wirtschaftskontrolldienst wohl dann ersetzt, in Anführungszeichen. Aber die werden intern gewarnt, ja. Und kündigt man dann da nicht irgendwie Franchise-Partnern auf? Also ich weiß es ja nicht. Unsere Recherchen führten zu einer eindeutigen Entschuldigung des damaligen Geschäftsführers Andreas Borg. Qualität und Frische haben bei uns oberste Priorität. Leider sind wir in einigen Restaurants unseren eigenen hohen Standards, die weit über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen, nicht gerecht geworden. Und dafür möchte ich mich im Namen von Burger King bei Ihnen entschuldigen. Damals konnten wir drastische Hygienemängel nachweisen. Unser Reporter stand mitten in der Mülltonne und musste danach wieder in die Küche. Boah, ist das eklig. Oh, da ist ein Haar drauf. Oh, Scheiße. Ausbeutung der Mitarbeiter. Oder abgelaufene Lebensmittel. Nach der Zeit sollte man das am besten wegschmeißen. Das wird nicht gemacht. Das kostet nachher zu viel. Doch wie sieht es jetzt, 8 Jahre später, aus? Hat der Burgerriese tatsächlich aus seinen Fehlern gelernt? Ich treffe den Kollegen, der 2014 schon einmal bei Burger King undercover recherchiert und Missstände vor Ort dokumentiert hat. So, meine Lieben, da ist er jetzt also in Bernau, der erste Undercover-Reporter. Ich bin ein bisschen nervös. Immerhin war ich vor 8 Jahren schon einmal bei Burger King undercover. Hoffentlich erkennt mich niemand. Hi, guten Morgen. Guten Morgen, Flo. Hi, Tobias. Ja. Hi. Meine Angst ist unbegründet. Der erste Kollege, den ich heute treffe, heißt Majid. Er ist noch sehr jung und wirkt sehr aufgeschlossen. Er wird mich einarbeiten. Wann macht ihr auf? Um 10 Uhr. Ach, easy. Ja. Ich ziehe schnell meine offizielle Arbeitskleidung an und los geht's. Wir haben jetzt 2 Stunden Zeit, alles vorzubereiten, bis die Filiale öffnet. Okay, die haben jetzt 2 Stunden Zeit, um Vorbereitungen zu machen. Also, was weiß ich, Salat schnippeln, keine Ahnung. Erstmal holen wir alle Zutaten aus dem Kühlhaus, die wir gleich für die Burger benötigen, und legen sie vorne in die Theke. Mir fällt auf, dass die Zutaten in den Behältern alle schon geschnitten sind. Das darf, glaube ich, nach Lebensmittelrecht nicht sein. Das hattest du schon vorbereitet? Das bleibt mit gestern. Ah, okay. Ja, das auch, ich habe schon gemacht und Frühstück. Ah. Morgen. Ah, okay. Aber was bleibt mit gestern? Alles im Kühlhaus, weißt du? Okay. Das hier auch, Zwiebeln. Das heißt, die Tomaten und Zwiebeln wurden vor 24 Stunden bereits geschnitten, waren den ganzen Tag in der warmen Theke und werden nach der Nacht im Kühlhaus wieder in die warme Theke gestellt. Ja, was soll ich dazu sagen? Nachdem ich noch mehr Tomaten zuschneiden soll, was ich nicht verstehe, denn die Behälter sind bereits voll mit geschnittenen Tomaten, verschwindet mein Kollege Majid plötzlich im Büro. Ich weiß nicht, was ich tun soll und gehe einfach hinterher. Was machst du da? Was ist das? Das ist die alte Zeit von den alten Sachen, was wir haben. Ach so, wann wir die zubereitet haben. Das heißt, Majid druckt gerade für alle Lebensmittel, die wir für die Burger verwenden, neue Haltezeiten-Etiketten aus. Auf den Etiketten steht, wann die Lebensmittel zubereitet wurden und wann sie spätestens entsorgt werden müssen. Boah, das ist schon krass, ne? Also klar, das sollte dann natürlich auch entsorgt werden, aber da schmeißt man natürlich auch Geld weg in dem Sinne. Also die Franchise-Nehmer achten da ja drauf, dass sie dann auch möglichst viel Gewinn mit reinfahren. Also werden einfach Etiketten getauscht. Also das ist schon heftig, ja. Burger King hat sogar eine eigene Haltezeitentabelle. Ja, und die wird aber, also die kann da jetzt hängen oder nicht, ne? Wie ich das jetzt mitkriege. Auf der für jedes Lebensmittel genau festgelegt ist, wann es entsorgt werden muss. Beim Bacon zum Beispiel ist das schon nach 4 Stunden soweit. Hier fehlt noch Bacon, ja. Nee, das so jetzt. Ah. Guck mal, das heute, 2.3. um 8 Uhr, bereit um 9 Uhr bis 12 Uhr. Ah, okay.
Okay, krass. Ich soll also den alten Bacon aus dem Kühlhaus, der gestern schon in der warmen Theke stand, mit den alten Resten aus der Küche in einem neuen Behälter füllen und dem Gemisch eine neue Haltezeit geben. Boah, das ist schon echt ekelhaft. Ich finde es ekelhaft. Besonders, weil man dem Bacon schon ansieht, dass er seine besten Zeiten hinter sich hat. Und dann gehen wir beide von Lebensmittel zu Lebensmittel und kleben auf die Schalen neue Haltezeiten. Wir treffen... Boah, das ist schon echt krasser Betrug, ja? Das ist schon richtig krasser Betrug, Leute. Wurden die Haltezeiten eingehalten oder auch verlängert? Die wurden einfach verlängert. Das wurde... Krass. Wird mehrfach verlängert. Wie lange im Extremfall? Bis sie leer sind. Haben Gäste sich dann beschwert? Viele haben auch Magenprobleme gekriegt. Also wir hatten viele Gäste, die dann auch gerade im Internet über die Bewertungen geschrieben haben, dass sie danach, dass sich der Magen rumgedreht hat. Nicht halt. Doch anders als bei den Schalen kleben hier noch alte Haltezeiten-Etiketten drauf. Was soll ich tun? Soll ich die abmachen? Ja, bitte. Diese Cheddar-Cheese-Soße hätte laut Aufkleber heute Morgen um 9 Uhr vernichtet werden müssen. Ich stelle mir natürlich die Frage, wie oft dieser Aufkleber schon gewechselt und erneuert wurde, ohne den Inhalt der Flasche zu erneuern. Man kann da echt nicht mehr essen. Man kann da gar nicht mehr hingehen. Also es ist ja schon schlimm genug, dass man überhaupt hingeht, weil ich dieses Plant-Base echt gut fand, aber da kommt ja auch noch eine Story zu. Also die Läden sind meistens von Kopf bis Fuß ziemlich dreckig. Das ist schon so, dass ich persönlich mich teilweise vor den Kunden, die dann reinkommen, geschämt habe, so etwas anbieten zu müssen. Ich selbst würde dort nicht essen. Diese. Boah, das ist natürlich auch schon krass, ne? Und der sagt, er ist selber nicht dort. Okay. Weiter geht's. Informanten haben in einer Filiale in der Kölner Innenstadt gearbeitet. Sie berichten über Kat. Oh Gott, das ist hoffentlich nicht der Laden, wo ich war. Ey Leute, wie sieht es da aus? Boah. Katastrophale Hygienezustände und um Himmels Willen. Und abgelaufene Lebensmittel. Hier auf diesem Bild, da sehen wir Burgerbrötchen in Plastiktüten. Was bedeutet das? Die müssen eigentlich in den Müll, die sind abgelaufen. Das ist für den Müll bestimmt. Eigentlich. Aber? Die sind jetzt nur in der Tüte drin, falls Gesundheitsamt reinkommt, falls Kontrolle kommt, dass wir sagen, ja, das ist Waste, das ist doch ein Müll, haben wir weggeschmissen. Aber oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann wird sich trotzdem noch da draus bedient. Hey Leute, aber es ist unfassbar. Wenn wir dafür was brauchen, läuft jemand und holt was davon. Und wird weiterverwendet. Die werden dann weiter verkauft? Ja. Wie lange sind die abgelaufen? 3 Wochen. Oh Gott! Es wird immer besser, ey. Es wird immer besser. Es wird immer besser, ey. Ich brauche da, glaube ich, echt gleich einen Schnaps dazu. Ehrlich, mir ist schon echt schlecht vom Zugucken, Leute. Die Burger King-Mitarbeiterin Julia. Okay, das ist jetzt, glaube ich, die Filiale, wo ich war. Die hier. Kann mir jemand sagen, ist da irgendwo um die Ecke dieses 25-Hours-Hotel? Kennt jemand dieses Ding, bitte? Oh Gott, das wird so schlecht. Das ist so eklig. Die Schicht beginnt um 11 Uhr, noch vor dem Mittagsansturm. Hallo, ich bin Julia. Ich habe heute meinen Probetag hier. Ja. Der Mitarbeiter an der Kasse schickt mich nach hinten in die Küche zur Schichtleiterin. Und genau wie bei meinem Reporterkollegen wird auch in diesem Restaurant von Hand gespült. Wie kann man denn da keine Spülmaschine haben? Generell scheint es bei Burger King keine Spülmaschinen zu geben. Also ich meine, da würde ich mich ehrlich gesagt nicht drauf verlassen, dass da jeder richtig spült. Es gibt auch Stress für die Kunden. War das gerade eine Maus? Nee. Mein Kameramann sitzt verdeckt als Kunde in der Filiale und sieht eine Maus durch den Laden flitzen. Alter, was? Der Gast ihm gegenüber hat die Maus ebenfalls gesehen, schaut nach rechts und links und isst trotzdem weiter. Ich hätte erstmal geschrien und dann gekotzt und dann wäre ich abgegangen. Oh mein Gott.
Kollege fragt bei den Burger King-Mitarbeitern nach. Die erklären ihm auch glatt, woher die Mäuse kommen. Ich frage in der Küche bei meiner Schichtleiterin Ramona nach. Sind die Mäuse hier etwa normal? Sind da viele? Ja. Ja, aber es ist Gastronomie. Ja. Hier auf der Straße kannst du das gar nicht verhindern. Ja. Wie, man kann das gar nicht verhindern? Natürlich kann man das verhindern. Das wird, glaube ich, noch viel schlimmer werden, Leute. Wie ekelhaft. Dieser Keller stinkt so sehr. Es stinkt ekelhaft. Das ist schon richtig säuerlich, ein Geruch. Oh Gott. Aus den Kühlhäusern sollen wir frische Zutaten holen, aber mein Kollege Kevin scheint sich selbst nicht so sicher zu sein, wie er das Kühllager überhaupt bedienen soll. Er bewegt den Einschalter hin und her. Das Kühlhaus war anscheinend vorher sogar ausgeschaltet. Kevin schaltet es ein und dann wieder aus. Hier ist Hamburgerfleisch. Ja. Das ist groß, ja? Das ist Hamburger. Okay. Wieso schaltet er das ein und aus, ja? Also da wird also jetzt auch noch die Kühlkette unterbrochen. Lecker, ganz lecker. Alles richtig doll. Mein Controller ist hier, ne? Was kommt von Burger King? Wenn das noch geht, was ist drin, muss wegschmeißen. Okay, also normalerweise schmeißen wir das weg. Ja. Okay, aber so ich schmeiß lange, jetzt nichts. Solange es gut sieht, gut aus, muss nicht weg. Ja. Merkt der Kunde denn, dass da was nicht stimmt? Ja, wir hatten schon das, dass die Leute uns mit den Burger abgeworfen haben. Das hätte ich ja mal gern erlebt, dass da jemand mit dem Burger wirft. Auweia, ey. Der Salat schwarz war, weil die Mayonnaise gestunken hat. Ja, aber trotzdem verkaufst du das, merkt ja nicht jeder. So war die Aussage von denen. Die fressen doch jede Scheiße. Guck mal, abgelaufen. Anstatt die abgelaufenen Lebensmittel wegzuschmeißen, werden die Haltezeiten umetikettiert und somit verlängert. Ganz egal, in welchem Zustand die Ware ist. Der Käse wälzt sich schon an den Seiten und ist an einigen Stellen vertrocknet. Trotzdem kommt er auf die Burger. Und auch der Rucola wurde schon zweimal verlängert, obwohl er nicht mehr gut aussieht. Auch in diesem Restaurant hat das Haltezeitenverlängern wohl ein klares System. Wow, wieder dieser Keller. Es ist alles nass. Direkt neben der Eismaschine steht alles unter Wasser. Eine große Pfütze zieht sich quer durch die Räume. Hast du gesehen, dieses Wasser hier? Das meint ja. Wasser. Das habe ich gesehen. Das ist 100%. Ich habe es gerade gesehen. Damit das Wasser ablaufen kann, stochert Schichtleiter Ramin mit einem Stab die Pumpe aus dem Abwasserkanal. Aber wovon ist das? Das ist von Waschmaschine und Eismaschine. Echt? Ja. Er steht in seiner Arbeitskleidung mitten im Abwasser. Ich krieg einen zu viel. Ich krieg echt einen zu viel. Was sind denn das für Zustände? Als Leute, was ist das für ein Keller? Verlassen wir mit mehreren Eimern Crushed Ice den Keller und Schichtleiter Ramin geht mit seiner nassen und dreckigen Arbeitskleidung wieder in die Küche. Dabei mache ich eine Entdeckung. Ist das angefressen? Das lag jetzt hier mit dran. Ich bin in den Pausenraum gegangen und ich habe das hier mitgenommen. Dieses Burgerbrötchen, scheinbar von Mäusen angeknabbert. Das lag so zwischen den anderen Brötchen, die auch ganz normal an den Kunden verkauft werden. Und das ist einfach nur unfassbar. Es ist so ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps, Leute. Ich weiß ja nicht, aber zählt ein Eierlikör als Schnaps? Ist es so? Also ich brauchte jetzt erstmal irgendwas. Das ist so widerlich. Es ist so widerlich. Ich glaube, dass ich da drin essen war. Kann ich jetzt die nächsten Tage gar nichts mehr essen. Wird mir ja gut tun von der Figur. Bleib ich beim Eierlikör, ja? Wir sehen, dort wird auf jeden Fall Brot verwendet, wo Mäuse in Kontakt gekommen sind. Ja, für den Gast ist das eine Katastrophe, weil dieser Mäusebrot... Wir können krank werden, einfach von solchen befallenen Sachen. Mäuse müssen raus, sind Überträger von Krankheiten. Die Ratte hat damals die Pest übertragen. Also das hat sich, da hat sich nicht viel dran geändert. Und die müssen raus aus der Küche.
Auf schnellstem Wege. Ich zeige meinem Kollegen das von einer Maus angefressene Burgerbrötchen. Ja. Soll ich das wegschmeißen? Aha, das ist von Maus. Das ist von der Maus? Ja. Ja, ne? Weil das war in der Tüte. Wegschmeißen? Ja. Weil das war hier in dieser, in der Tüte drin, das Brötchen. Schichtleiter Ramin schmeißt die gesamte Tüte weg, in der das angeknabberte Brötchen war. Doch genau aus dieser Tüte haben wir die ganze Zeit Brötchen für die Burger verwendet und auch an die Kunden verkauft. Boah, ich glaube, ich kann das echt nicht weiter gucken. Es sind noch 40 Minuten, ich bin jetzt bei der Hälfte, über der Hälfte. Also, was für Missstände, Leute, schaut euch das wirklich im Detail an. Es lohnt sich in jedem Falle. Aber für mich, ich habe jetzt so einen Ekel, ich kann das erstmal nicht weiter gucken, Leute. Aber bei RTL Plus unten, Link ist drin. Viel Spaß wünsche ich euch und Geschmack ist King, oder wie heißt das? Bis dann.